Willkommen zu unserem Laufbandinterview. Hallo. Herr Kleinwächter, Sie sind Mitglied des Europaausschusses im Bundestag. Im kommenden Mai sind Europawahlen. Um was geht es? Es geht um die Wahl zu dem sogenannten EU-Parlament. Das ist also eine Vertretung mit Abgeordneten, die über die Richtlinien der EU-Kommission abstimmen können und auch über den EU-Haushalt. Man könnte den Eindruck gewinnen, dass in der Europäischen Union vor allem die Regierungschefs die Entscheidungsträger sind. Wie viel Einfluss hat das Parlament tatsächlich? Einen sehr geringen, weil wie gesagt nur Vorschläge der Europäischen Kommission abgestimmt werden können und der Haushalt. Das ist ja eine Konstruktion, die ursprünglich als sozusagen Organisation der Mitgliedstaaten gedacht war. Und deswegen hat das EU-Parlament, das sogenannte, sage ich ja immer, einen sehr geringen Einfluss. Eine Umfrage unter jungen Europäern zeigte, was ihnen besonders am Herzen liegt. Vor allem sind das Terrorbekämpfung, Umwelt- und Klimaschutz und die Einwanderungspolitik. Nehmen Sie sich bitte ein Thema. Wo konnte die EU da Fortschritte erzielen? Ich denke bei der inneren Sicherheit, also in der Abwehr von Terror. Es gibt Europol, das ist sozusagen eine Organisation, wo sich die Polizeien untereinander vernetzen. Und das funktioniert sehr, sehr gut. In der Migration beispielsweise hat die EU einfach nichts zu suchen in der Frage, wen wollen wir bei uns haben, wer soll mit uns in unseren Gemeinschaften leben. Ich glaube, das ist eine nationale Frage. Und im Umwelt- und Klimaschutz hat sich die EU eher blamiert. Mit Plastikverboten und der Kastrierung von Staubsaugern macht man keine Umweltpolitik. Mittlerweile gibt es ja viel Kritik an der Europäischen Union. Wären wir ohne EU besser dran? Ich glaube, wir wären mit einer anderen EU besser dran. Wir sehen das Problem, dass sich die EU-Kommission in viel mehr Bereiche immer wieder einmischt, wo sie eigentlich nichts zu suchen hat. Migration zum Beispiel oder auch viele Dinge zum Beispiel der Bildungspolitik. Und ich glaube, dass wir eine reduzierte EU, die wieder ihre Kernaufgabe macht, nämlich den Binnenmarkt zu verwalten, der ist super. Zollunion ist super, Binnenmarkt ist super, auch Freizügigkeit ist gut. Wenn wir eine EU hätten, die sich alleine wieder auf diese Punkte konzentriert und das ordentlich macht, wäre das ein Gewinn für uns alle. Vielen Dank, Herr Kleinwächter. Ich danke Ihnen. Herzlichen Dank.